Hallo zusammen. Heute gibt es Kartoffelknödel. So wie ich sie mache, ist es fachlich nicht richtig. Aber für mich das einzig Wahre, weil ich so mir viel Arbeit erspare und die Knödel doch sehr gut sind. Ausnahmsweise nehme ich heute mal auch ein Fertigprodukt. Das wird aber etwas aufgemöbelt bei mir. Und so Convenience-Produkte sind ja auch nicht wirklich schlecht oder zumindest nicht alle. Es gibt auch sehr gute Fertigprodukte, Convenience-Produkte. Und dazu zählen bei mir auch die vorgefertigte Kartoffelknödelmasse oder auch Reibekuchen. Weil wer hat schon, zumindest ich nicht, mehlig kochende Kartoffel zu Hause. Ich habe nur eine Sorte und mit hart kochende Kartoffel würde die Knödel wahrscheinlich nichts werden. Auch wenn ich hier ein Herzkartoffel reinreibe. Auf jeden Fall kommt auf 1 Kilo Fertigprodukt 4 mittelgroße rohe Kartoffeln, das sind jetzt festkochende Kartoffeln, so wie sie ich nur zu Hause habe, für Kartoffelsalat und Röschkartoffel und so weiter. Die rohen Kartoffeln werden mit einer groben Küchenreibe gerieben und so will ich das haben. Ich will möglichst an richtige, schöne, rohe Kartoffelknödel rankommen. Und da ist ja auch schon ein Teil gekochte Kartoffel drin. Das mag ich eigentlich nicht so arg. Und deshalb werden bei mir noch rohe Kartoffeln dazugegeben. Und hier noch etwas Weichweizengrieß zur Bindung. Natürlich Salz und Muskat darf auf keinen Fall fehlen. Und dann noch ein Ei habe ich dazugegeben. Und das wird jetzt richtig gut gemischt. Anschließend die Kartoffelmasse etwa eine halbe Stunde stehen lassen, damit das Grieß anziehen kann, etwas quellen kann. Ja, und ins Wasser gebe ich reichlich Salz und wie ihr seht auch Mehl dazu. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Das Mehl verhindert, dass im Salzwasser die Knödel ausgelaugt werden. Und sie bekommen einen schönen, seidigen Glanz, wenn sie aus dem Wasser rauskommen. Und wie immer bei Knödel, oder wie man sollte es immer machen, eine Probe erstmal kochen, ob sie auch beieinander bleiben. Ich habe jetzt das Wasser noch nicht ganz kochend, es ist aber gut heiß. Und da gebe ich die Knödel schon rein, den Probeknödel, um zu sehen, ob er das aushält. Also das ist ein gehört zur Probe dazu, ob er beieinander bleibt. Jetzt köchelt das Wasser, der Knödel bleibt zusammen. Jetzt dann die restlichen. Mit immer nassen Händen, deswegen stehe ich direkt am Wasserhahn. Und in die Mitte von den Knödeln kommen die getrockneten Semmelwürfel. Die kann man ja im Fett anbraten oder ich habe sie jetzt ohne Fett im Ofen gerüstet. Ja, und dann in das kochende Wasser rein. Das Wasser darf nicht sprudelnd kochen, sonst könnten die Knödel dann doch noch Schaden erleiden. Und gute 20 Minuten, je nach Größe, so leicht köcheln lassen und dann sind die Knödel schon fertig. Wie ihr seht, einen schönen seidigen Glanz. Ausheben. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Die restlichen Knödel werden kalt, gut angeröstet und dazu gibt es dann einen Apfelbrei, das schmeckt auch sehr, sehr fein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.